Deutschland haben 10% der Bevölkerung 50% von Vermögen. Und 50% der Bevölkerung haben nur 1% von Vermögen. Da müssen wir wieder zu einer gerechten Verteilung zwischen den Ebenen hinkommen. Also ich habe in diesem Landkreis noch keinen getroffen, der gesagt hat, wo geil, endlich haben wir eine Tierfabrik in Eschelbach. Wir treten ein für die Sicherheit und für die Freiheit, für beides gleichzeitig. Ob man nicht in Europa so eigenen Google, eigenes Facebook, eigenes Amazon aufbauen. Dann weiß ich, dass wir hier ein gutes unternehmerisches Klima haben. Und das brauchen wir. Diese sechs Parteien werden mit ziemlicher Sicherheit in den nächsten Bundestag einziehen. Wir besuchten die Wahlveranstaltungen, zum Beispiel hier bei der SPD, bei der AfD, bei der FDP oder hier bei der Wahlveranstaltung der CSU und bei der Partei Die Linke. Die Kandidaten dieser Partei, sie würden später für unseren Landkreis zuständig sein, baten wir alle zum Interview. 5 identische Fragen an alle Kandidaten. 4 davon haben wir Ihnen zur Vorbereitung auf das Interview Tage vorher bereits zugeschickt. Es waren Fragen zu diesen Themen. Wie informieren Sie sich? Krieg, Frieden, Bundeswehr. Gewissen oder Fraktionsdisziplin. Wenn ich mir meine Renteninfo so anschaue. Die Zukunft war vielleicht der doch nicht Rente. Die richtige Wahl. Ach komm Sie, so schlimm ist es nicht, sagen Sie mal her. Bei diesen Fragen interessierte uns nicht die Meinung der Partei. Uns interessierte ausschließlich die persönliche Ansicht der Kandidaten dazu. Auf die 5. Frage, auch sie war für alle Kandidaten gleich. Was qualifiziert sie zum Volksvertreter? Konnte sich keiner vorbereiten. Sie durfte ganz spontan beim Interviewtermin beantwortet werden. Wenn Sie sich im Hinblick auf die Bundestagswahl vom 24. September die Frage stellen, wer dieser Kandidaten würde mich ab 25. September am besten im neuen Bundestag vertreten, dann